Schladming hat ein neues Wahrzeichen, das Skygate, welches auch Symbol der FIS Alpinen Ski-WM 2013 ist. Für zusätzlich Furore sorgen rund 45.000 LEDs. Sie erzeugen ein einzigartiges Lichtspiel und lassen das neue Schladminger WM-Wahrzeichen in verschiedenen Farben leuchten und ermöglichen auch spektakuläre Animationen. Herzliches Willkommen hier vom verschneiten Haus Kaibling. Wir freuen uns bereits auf das sportliche Großereignis, die FIS Alpine Ski-WM, und sind bestens gerüstet. Allein letztes Jahr haben wir in den Ausbau der Kaiblingalm mit der neuen Alm-6er-Bahn investiert, um so dem Skivergnügen pur vom Gipfel bis ins Tal zu gewährleisten. In der Szene der Skibergsteiger klingende Namen stellten sich der dritten Auflage der Studer-Zinken-Challenge. Gesamt 110 Teilnehmer starteten den Aufstieg auf den Studer-Zinken. Ich freue mich schon recht auf heute. Eins, go! So, jetzt beginnt der Kampf auf der circa 9 Kilometer langen Strecke hinauf auf den Studer-Zinken. Landschaft, Strecke und Ambiente waren großartig. Das Resümee der Teilnehmer über die Veranstaltung war einhellige Begeisterung und die Freude auf die Neuauflage im nächsten Jahr. Kurz vor der Ski-WM neigen sich die WM-Bauarbeiten dem Ende zu. So auch am Bahnhof in Schladming. Bei der Eröffnung wurde das völlig neue Outfit des komplett modernisierten Bahnhofs präsentiert. Im Zuge des Projekts Integriertes Streckenmanagement unter der Leitung von Christoph Linsinger brachte man den Bahnhof Schladming auf den neuesten Stand. Natur und Sport sind die Schnittstellen des Universum-Zweiteilers Schladminger Bergwelten, der 2 Wochen vor WM-Start im ORF ausgestrahlt wird. Im Mittelpunkt der Dokumentation steht die faszinierende und vielfältige Landschaft des Ennstals. Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Universumspräsentation Schladminger Bergwelten. Seit Jahrtausenden ist Schladming ein außergewöhnlicher Lebensraum für Mensch und Tier. Universum geht den Ursachen dafür auf den Grund. Stücke der Fernsehwelt hier präsentieren zu dürfen, es sind die aufwendigsten Dokumentationen, die je hier in dieser Region gemacht worden sind. Geht's dir so kurz vor der WM? Ja, mir geht's gut als Bürgermeister, wenn in der Stadt was los ist, wenn so viele Menschen da sind, alle gut aufgeregt sind und so eine hervorragende Stimmung im Ort ist, dann geht's mir natürlicherweise gut. Ich habe mit dem Herbert Raffelt erst vor kurzem wieder eine Skitour gemacht und wenn man da durch die Berge geht, die frische Luft, die netten Leute, egal wo man hinkommt, das braucht man ganz dringend in einer Zeit, die ohnehin so schnelllebig ist, wo man da an den Flugzeugen verbringt und so. Ich bin froh, dass Österreich so einen starken ländlichen Raum hat und ich fühle mich da in der Region wahnsinnig zu Hause. Der Ö3 WK am Montag, in einer halben Minute die Ö3 Informationen. Volle Informationen zur vollen Stunde. Ö3 Nachrichten. Es ist 8 Uhr. -16 Grad. Das ist nun nicht einmal der Kältepol Österreichs. So, liebe Freunde, ich bin der Kola Hans. Ich habe den Schladminger WM-Marsch komponiert und
Den werden wir jetzt hören, präsentiert von der Wetterluchblos. Am letzten Tag der alpinen Skiweltmeisterschaft in Schladming gelang österreichischen Slalomfahrern der große Wurf. Gold und Bronze durch Marcel Hirscher und Mario Matt. Nach der Siegesfeier fand die Schlussveranstaltung statt. Ein Kampfjet und 5 Hubschrauber des österreichischen Bundesheeres überflogen das Stadion mit den Flaggen der EU, Österreich, der Steiermark, der FIS und des ÖSV. Fallschirmspringer brachten diese Flaggen dann ins Stadion. Anschließend marschierten 72 Kinder aus Schladming mit den Flaggen der 72 teilnehmenden Nationen ein, aus denen insgesamt 612 Athleten an den Start gingen. FIS-Präsident Gianfranco Casper erklärte die alpine Skiweltmeisterschaft 2013 für beendet. Dann wurde die FIS-Fahne vom österreichischen Organisationskomitee an das Organisationskomitee für die WM 2015 in Vail Beaver Creek übergeben. Und das ist die Bilanz für Österreich. 2. Platz im Medaillenspiegel mit 2 goldenen, 2 silbernen und 4 Bronzemedaillen. Gold in der Mannschaftswertung und durch Marcel Hirscher im Slalom, Silber für Michi Kirchgasser im Slalom, Silber für Marcel Hirscher im Riesentorlauf, Bronze für Niki Hosp und Romet Baumann in der Kombi, Anna Fenninger im Riesentorlauf und Mario Matt im Slalom. Und der King of Schladming kommt aus den USA. Ted Ligety. Er gewann 3 Goldmedaillen bei derselben Weltmeisterschaft. Das war die alpine Skiweltmeisterschaft Schladming 2013. Während der alpinen Ski-WM 2013 hat der Kongress Schladming der internationalen Presse als topmodernes Medienzentrum perfekt gedient und war gleichzeitig Treffpunkt und Impulsstätte für das gesamte Netzwerk rund um Journalisten und Sportfunktionäre der ganzen Welt und hat somit bei diesem Großereignis seine Feuertaufe bravourös bestanden. Ein absolutes Fixum der regionalen Winterhighlights ist das Saisonfinale in Haus. Dieses Jahr sorgten die Sportfreunde Stiller für Furore und heizten dem Publikum so richtig ein. Die Region Schladming-Dachstein wertet mit der Zipline Stoderzinchen in Gröbming ihr touristisches Freizeitangebot weiter auf. Die neue Seilgleitfluganlage ist einzigartig in Europa und setzt neue Maßstäbe im Outdoor-Erlebnisbereich. Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Enstal TV, dem unabhängigen Regionalsender ganz nahe am Geschehen in Enstal. Ich bin Lukas Grammel hier vor Ort und es ist super. Ich bin Kieran Karl Dankelmeier und bin heute bei der Jobmania in Liezen. Herzlich willkommen bei Enstal TV. Ja, liebe Freunde von Enstal TV, wir sind heute für euch speziell herum auf der Reitalp beim Kaiserwerther, bei unserem lieben Hans und bei der Helga Dankelmeier. Bei der Steiralm. Hans, was ist los heute? Ja, heute ist Frühschoppen angesagt und das ist ein Wahnsinn, das Wetter. Da geht heute die Bus da. Das gefreut mich, dass es auswärts ist. Ich werde es nicht bereuen. Schauen wir mal auf, da spielt heute die Musik, das ist ein Hammer. Die Bus geht ab, kommt mit uns. Rund ums Schaf drehte sich alles beim traditionellen Schafbauerntag in Öblan. Der Mühe gibt Gott Schaf und Kühe, heißt es in einem alten Zitat. Und mit viel Fleiß und Arbeit haben unsere Schafbauern ihre hochwertigen Produkte rund um dieses liebenswerte Tier präsentiert. Die Schafhaltung liegt voll im Trend. Der Konsument will gesunde, natürliche Produkte. Die erzeugen wir Schafbauern. Und die Dornseiten machen die Schafe natürlich Landschaftspflege auf den steilen Hängen, auf den Almen. Da sind sie unverzichtbar.